Die Fanshops Düssel in Lüttringhausen, Hückeswagen und Wuppertal-Ronsdorf bieten von allen Fußball-Bundesliga-Vereinen die entsprechenden lizenzierten Fanartikel. Vom Trikot bis hin zu Fanschulartikeln ist alles im Sortiment. Kommen Sie direkt in die Shops oder besuchen uns auf unserer Homepage. Nach zwei gewonnenen Spielen zum Beginn der neuen Saison wollte die IG Remscheid bei der ERG Iserlohn in der Rollhockey-Bundesliga den dritten Sieg in Folge holen. Die Truppe von Andreas Reinhardt war hochmotiviert, fand aber überhaupt gar nicht ins Spiel. Und so war es eine logische Folge, dass Milewski in der zweiten Minute bereits das 1:0 erzielte. Die Gastgeber aus Iserlohn legten los wie die Feuerwehr, siebte Minute, 2:0, Pereira traf. Und auch beim 3:0 wiederum durch Milewski schauten die Remscheider nur zu. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten sie noch keinen einzigen Schuss auf das Tor der Sauerländer abgegeben. Und so war es nach weiteren hochkarätigen Chancen der Gastgeber auch eher überraschend, als Fabian Seelbach in der 14. Minute zum 3:1 verkürzte. Und das war gleichzeitig auch der Weckruf für die Remscheider. Plötzlich spielten sie auf Augenhöhe. 23. Minute, Yannick Peinke trifft zum 3:2. Und mit diesem Ergebnis ging es auch in die Kabinen. Beide Mannschaften lieferten sich eine tolle Partie. Besser aus der Pause kamen jedoch die Gastgeber. Nach einer blauen Karte für Yannick Peinke besorgte Costa das 4:2. Dann aber kam die 41. Minute. Nach dem 15. Iserlohner Teamfoul legte sich Yannick Peinke den Ball zurecht und scheiterte am Torwart. Nach Ansicht der Unparteiischen musste der Direkte allerdings wiederholt werden. Die Folge waren Proteste der Iserlohner, bei denen sowohl der Torwart als auch Carlos Núñez die blaue Karte sahen. Die IGR Remscheid hatte also plötzlich eine doppelte Überzahl auf dem Feld. Danach rollte der Ball jedoch nur ein paar Sekunden. Denn nach einem verunglückten Befreiungsschlag von Sergio Pereira traf der Ball den Iserlohner Hallensprecher unglücklich am Kopf. Das Spiel musste für gut 15 Minuten unterbrochen werden, da er eine schwere Platzwunde am Kopf davon trug und schließlich ins Krankenhaus gebracht wurde. Während dieser Unterbrechung erhielt Carlos Núñez, der Iserlohner, die rote Karte vom Schiedsrichter. Was war geschehen? Nachdem der Hallensprecher zusammengebrochen war, soll er zum Unparteiischen gesagt haben: Das nächste Mal treffen wir dich. Eine grobe Unsportlichkeit, dafür ging's unter die Dusche. Sportlich ging es dann auch weiter. Die Remscheider nun auf der Höhe. Seelbach, 42. Minute, der Ausgleich zum 4:4. Und nur zwei Minuten später erzielte Patrick Nikolaiko das erste Mal die Führung für die Remscheider an diesem Nachmittag. 4:5 durch einen Penalty. Danach hätte die IGR Remscheid die Führung noch weiter ausbauen können, doch nachdem die Gäste wieder komplett waren, antworteten sie mit wütenden Angriffen. Schließlich gerieten sie durch eine blaue Karte sogar in Unterzahl und mussten in der 47. durch Milewski doch noch das 5:5 hinnehmen. Dass es am Ende zum Punktgewinn reichte, verdankten die Bergischen ihrem starken Torwart Matthias Matusch. Er rettete sein Team über die Zeit. Drei Spiele ohne Niederlage. Am 2. November geht's weiter für die IG Remscheid. Vor heimischem Publikum gegen das Schlusslicht. Falkenschwarze RC.